Oh! Nö, das geht wirklich. Was rieche ich denn? Rieche ich hier meinen eigenen Scheiß oder was? Boah, das stinkt für mich alles hier. Das ist so. Fass bitte hier nicht mehr meine Sachen an. Ich fass hier nicht mehr an, weil das einfach nur stinkt, ey. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Wir testen heute Störtebeker Kellerbier. Machen ihn, den Sixer. Da ist immer auch der Geruch von dem Swoo-Streaming hier drin hier, das geht ja nicht. Welche testen wir denn heute? Lassen wir uns überraschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 bis 6. Kellerbier, wie gesagt, testen wir. Und einen Stift brauche ich. Einen Stift brauche ich auch. Ja. Yeah. Habe ich schon gesagt, dass ich noch einen Stift brauche, oder? Kellerbier 1402, fein, herb, weich. Komm heute mal nicht nach vorne. Warum denn nicht? Er macht links einen langen Arm. Gib dein Kippig um. Bitte red in eine andere Richtung. Prognose? Bronze. Gut. Deutsche Dreilingsgeburt ist schon mal jedem auspacken oder wegpacken. Aus? Hast du das schon vorher gelesen alles? Nein, natürlich nicht. Du bist viel zu schnell. Ich konzentriere mich hier, dass ich überhaupt irgendwie von dem Geruch hier abkomme. Also, Kellerbier 1402. Ja? Ist ein naturbelassenes, untergäriges Kellerbier nach Pilsener Brauart mit Stammwürze von 11,1%. Genusstemperatur steht hier 10 Grad Celsius. Ja, 4,8%. Pilsener und Münchner Malz lassen die strohgoldene Farbe und das weiche Mundgefühl entstehen. Wir werden sehen. Kalte Gärung sorgt für die feine Kohlensäure und den trockenen Trunk. Elegante Hopfung mit den Sorten Select, Tradition, Perle und Mandarina, Bavaria verleiht den zarten Duft nach Kräutern und Blumen sowie die ausgeglichene Herbe. Ruf, den Ranzierfinger. We will see. Erstmal Spannung. Sag mal. Hell, leicht trüb. Der Schaum geht schnell weg. Wo ist Störtebeker? Prost. Oh, ist lecker. Na, hat nicht ganz die 10 Grad. Ich würde sagen, sind 9,5. Mild, leicht fruchtig, angenehme Kohlensäure. Weiche Mundgefühl. Also sehr weich, also wirklich weich. Und ein trockener Trunk. Egal ob Uwe kommt oder nicht, das ist Bronze. Mittelklasse. Nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges. Na, genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. Also, herzlichen Glückwunsch. Yes. Grüße gehen raus an Oma Hertha, die uns den Sixer geschenkt hat. War Oma, wenn du jetzt siehst, war. Vielen Dank, Oma. Danke, Oma. Übrigens. Dann trinken wir nächstes Mal. Übrigens. Du red doch mal übrigens. Nein, du untersprichst mich immer. Nein, du kommst ja nicht aus dem Knick hier, Jörn. Ich habe jetzt Gott sei Dank endlich mal den Unterschied zwischen Dithmarscher und Mönchshof Landbier. Ne? Und ich muss jetzt ehrlich sagen, Dithmarscher ist mir ein Tick lieber. Ja, vom Landbier her, aber nicht vom Original. Das muss ich noch probieren. Als nächstes gibt es das leckere Störtebeker Bernsteinweizen. Oh. Enrico, da freust du dir schon drauf. Alter, ey. Judith Bernsteinweizen, das nächste Mal. Also abonnieren. Weizen und dann noch Bernstein. Kommentieren und alles. Auf. Boah, ey. Das gehört alle zum Sixer dazu. Alter, schlimmer wie Swoo-Streaming kann es sein. Das Seltsame ist, dass kein Pilsener ist. Ja, klar. Ja? Ja, definitiv. Alter, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Haut rein, bleibt fein. Bis demnächst.